Ich habe hier eine Punktmenge, das ist ein Gelände, was als Testdaten vom Landesvermessungsamt Sachsen zur Verfügung gestellt wird. Es ist Limbach-Oberfrohna, hier der Neudeich und die Straße dazu, hier in der Pfaffach und die Gärten. Das sieht so aus. Und wie kann ich dort draus jetzt einen Körper machen? Ich wähle das aus, habe in der NURBS Workbench hier einen neuen Menüpunkt Points und Points zu Volumen. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte gern hier ein Solid haben, ich möchte ein Surface haben, ich möchte anfangen bei 50-50, das ist irgendwo hier in diesem Bereich, und habe einen Bereich, der ist 40 mal 40 groß. Dann starte ich das und dann dauert das einen kurzen Moment. Und dann sehe ich, die Objekte sind fertig. Die sind jetzt, weil hier der Haken gesetzt ist, sind die nicht bei den Points. Die Points liegen ja irgendwo im Raum, sondern das andere liegt am Koordinatenursprung. Das heißt, wenn ich das Achsenkreuz eingebe, dann sehe ich hier mein Objekt. Blende den Rest hier mal aus. Hier ist der Koordinatenursprung und hier drin liegt also meine Fläche. Ich habe hier zunächst erstmal ein Solid. Der Solid besteht aus vier Seiten, die eben sind, unten ein Boden und hier oben habe ich eine Fläche und diese Fläche ist die NURBS-Fläche, die aus den Daten generiert ist. Außerdem gibt es dort immer noch einen Mesh dazu und das ist der Mesh von der gesamten Gegend. Also das sind diese 250.000 Punkte, die hier verarbeitet sind. Jetzt können wir dieses Objekt in ein Modell DGeo Daten Workbench reinlegen. So, das sehen wir jetzt hier ist das OSM-Modell geladen von diesem Stadtteil mit all den Häusern und Straßen, die es gibt. Zunächst erstmal als planares Objekt. Und hier drin sieht man also den Teich. Und ich kann jetzt den Mesh, den wir gerade generiert haben, hier einblenden. Das sieht so aus. Können auch näher ranzoomen. Und ich habe den jetzt einmal in klein und dann habe ich das gleiche Modell nochmal in groß. Das Problem, was ich momentan habe, ist, sobald ich hier so ein Mesh ab einer gewissen Anzahl Knoten einblende und ich beginne, meine 3D-Szene zu drehen, dann friert FreeCAD ein. Deswegen schalte ich das hier immer aus, drehe das Objekt und schalte es wieder ein. Das funktioniert ganz gut und das andere ist ein Fehler, den man debuggen muss. Was wir machen können jetzt im nächsten Schritt ist, dass wir die Häuser, die dort stehen, einfach auf diese Fläche, auf die richtige Höhe draufsetzen und damit hätten wir dann die Möglichkeit, das gesamte Geländemodell mit Infrastruktur zu füllen. Hier nochmal die Anwendung des Körpergenerators. Ich wähle eine Punktmenge aus. Ich wähle die Funktion Punkte zu Volumen aus. Wenn ich jetzt den Haken entferne, dann wird das Objekt hier im Raum erzeugt. Dieses sächsisches Datenformat Haken, wenn man den nicht setzt, dann erkennt das Programm nicht, dass hier manche Punkte doppelt sind. Die sind fast doppelt. Die geben einmal die Höhe auf dem Boden und die Höhe oben in der Baumspitze an. Und dann kriegt man hier ein Geländer. Das ist ziemlich zerfurcht, beziehungsweise das FreeCAD macht nicht mehr. Hier hinten haben wir einen Sockel, den ich dahinter legen kann. Und wenn ich die Parameter jetzt so stehen habe, dann wird jetzt einfach mal ein Mesh erzeugt. So, das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Das heißt, dieser Mesh befindet sich jetzt an einer anderen Stelle. Da haben wir den Mesh und ich könnte jetzt die Größe hier einfach mal verändern. Könnte hier 30 machen und könnte hier die Position auf 70 und 70 verändern.
Und dann habe ich hier den zweiten Mesh dazu. Auf die Weise kann ich also Objekte erzeugen. Und wenn ich hier die beiden Haken setze und ich lasse das laufen, dann habe ich also nicht nur einen Mesh, die Mesh sind jetzt alle hier, sondern ich habe eben jetzt auch einmal die Freiformfläche als einzelnes Objekt. Ich habe die ganzen Mandelflächen da außenrum, habe ein Shell-Objekt und habe hier ein Solid. Und mit diesem Solid könnte ich jetzt weitermachen. Das heißt, ich könnte hier eine Bohrung ansetzen, um da Rohstoffe zu finden. Oder ich könnte dort irgendwas nach oben extrudieren.